Willkommen zum Kluftkurier, eurem wöchentlichen Rundflug zu den neuesten Neutrends und News. Schnallt euch an, bringt euren Sitz in die Carry-Position, denn wir starten direkt mit dem Höhenflug der Woche und das ist Ahri. Sie hatte in Patch 14.4 einen wirklich kleinen Buff bekommen, allerdings hatte dieser eine mehr als ordentliche Wirkung. Sie hat je nach Elo-Bereich fast 4% Winrate-Increase bekommen und das, obwohl ihre Pickrate drastisch gestiegen ist. Sie ist mittlerweile bei 54% Winrate in Emerald Plus und das ist wirklich komplett absurd, wenn man bedenkt, dass sie nur etwas mehr Leben pro Level und 5% mehr AP-Ratio auf ihrem Q bekommen hat. Bevor wir zum Abfallhammer der Woche springen, würde ich euch einmal kurz um einen Algorithmus-Kommentar bitten. Welchen Champion bannt ihr immer ausnahmslos, auch dann, wenn er vielleicht in der Meta absolute Grütze ist? Für mich zu 100% Vayne. Schreibt euren Hass-Champ aber gerne mal in die Kommentare. Kommen wir damit aber zu unserem Abfallhammer der Woche. Und das ist Zion. Er ist momentan der schlechteste Toplaner im Spiel. Die meisten Statistik-Webseiten ranken ihn im schlechtesten Tier, das existiert, nämlich D-. Und das völlig zu Recht. Nirgendwo hat er über 49% Winrate und seine Pickrate sinkt seit Wochen. Seine größte Problematik: er verliert gegen jeden einzelnen Meta-Toplaner im gesamten Spiel. Aatrox, Darius, Yone, Mordekaiser, Trundle, Führer, Gwen und so weiter sind alles Matchups, in denen er kaum über 45% Winrate kommt. Er taugt höchstens als Counterpick gegen Champs wie Teemo, Kennen oder Yasuo. Ihn zu blindpicken grenzt aber wirklich fast schon an Int. Damit aber zum Nope der Woche und das ist Karma. Auch nach ihrem Nerf in Patch 14.3 ist sie weiterhin kriminell busted. Sie hat mit Malignance, Cosmic Drive und Rabadons ungelogen mehr One-Shot-Potenzial als so mancher Mage mit Fullbeat. Auch bei ihr haben die Leute aber scheinbar erst nach dem Release von Patch 14.4 so wirklich in die LoL-Statistik-Webseiten geschaut, denn dort ist nun ihre Bannrate noch einmal drastisch gestiegen. Mit Ultimate Hunter, Malignance und Cosmic Drive kann man easy zwei, häufig sogar dreimal in einem einzigen Teamfight die Ult benutzen und sofern man Twisted Fang bannt, ist sie ein extrem starker Blindpick. Damit wird es aber Zeit für unseren Broken Pick der Woche und das ist Belveth. Der Karate-Manta-Rochen hatte zwar keine direkten Buffs bekommen, die Änderungen zu Stridebreaker und Terminus der letzten Patches waren jedoch für sie godlike Buffs. Über 53% Winrate in Emerald Plus, S-Tier-Rating, eine saftige Pick- und Bunrate und das vermutlich beste 1v9-Potenzial eines Junglers sprechen ganz, ganz klar für sie. Zeit für unser Item der Woche und das ist Sterox Gage. Es ist momentan das beste Bruiser-Item im Spiel und hat vor allem als drittes Item eine extrem starke Winrate. Zumindest statistisch ist das Item wieder mal an dem Punkt, in dem es auch schon in der Vergangenheit war. Es ist für Bruisers fast ein Must-Have. LoL ist weiterhin abartig burstlastig. Entscheidenderweise könnte aus meiner Sicht jedoch die enthaltene Tenacity ein Grund dafür sein, warum das Item so stark ist. Nach den Nerfs zur Legend Tenacity und der Zerstörung von Unflinching haben Bruiser kaum Möglichkeiten an Tenacity ranzukommen, insbesondere dann, wenn sie auf Plated Steelcaps angewiesen sind. Klar, das Item hatte vorher auch schon Tenacity, allerdings nur dann, wenn das Schild aktiviert wurde. Damit wird es aber Zeit für unseren Fail der Woche und das ist der neue Camera Offset. In Patch 14.4 hatte Riot den Camera Offset der Red Side angepasst und gottverdammte Hölle, ist das eine schrottige Änderung gewesen. Was in den Screenshots in den Patch Notes vielleicht gut aussah, ist in Wahrheit eine komplette Katastrophe. Schaut euch hier einfach mal diesen Screenshot hier an. Wie soll man so denn League of Legends spielen? Ernsthafte Frage. Wer immer diese Changes durchgebracht hat, spielt diese Person überhaupt League of Legends? Wirklich eine ernsthafte Frage. Denn hat irgendjemand auch nur ein einziges Botlane-Match mit diesem Offside-Setting gespielt? Ich glaube nämlich wirklich nicht. Überall auf Reddit und Twitter wird sich über den Change beschwert und wenn wir ehrlich sind, das völlig zu Recht. Damit wird es jedoch Zeit für den Trick der Woche und dort habe ich für alle Ezreal-Spieler unter euch einen kostenlosen und vor allem völlig legalen Aimbot mitgebracht. Wenn ihr auf Ezreal den E benutzt und danach fast gleichzeitig euren Q benutzt und euren Cursor dabei nicht noch einmal zusätzlich bewegt, trifft euer Q immer. Ihr müsst rein gar nichts machen. Der Q trifft immer das Ziel. Das Ganze funktioniert allerdings nur, wenn ihr den Ezreal E innerhalb des E-Cursor-Aktivierungskreises benutzt. Wenn ihr mit dem Cursor aus diesem Bereich herausgeht, dann fliegt der Q einfach sonst wohin. Bevor wir zu den neuesten Plänen von Riot kommen, nächsten Samstag, den 9. März 2024,
ist unser großes Uniliga League of Legends Finale live im Experion in Köln. Der Eintritt ist völlig kostenlos und auch Autofill wird als Gast vor Ort sein. Dazu könnt ihr im Experion den ganzen Tag auf sämtlichen Konsolen und PCs zocken. Das Ganze startet um 12 Uhr, plant euren Besuch schon einmal ein und seid dabei, wenn erneut Uniliga-Geschichte geschrieben wird. Damit aber zu unserer letzten Rubrik, und zwar: Was macht eigentlich Riot? Riot hat mal wieder auf dem PBE etwas komplett Beklopptes rausgebracht, denn auf dem PBE zählt Runans Hurricane momentan auch auf Melees. Dass damit sehr interessante Interaktionen zustande kommen, ist natürlich keine Überraschung. Insbesondere auf Marseille ist das Ganze die Definition von Broken. Auf Yi habt ihr praktisch permanent Q und E ab, auf Sylvana habt ihr permanent Q ab und Yagwen bekommt natürlich auch für jeden Auto 3 Passivstacks. Das gleiche Prinzip geht dann natürlich auch auf Champions wie Kata mit ihrer Ult, Pantheons Passive oder Xinjiao Passive. Ich glaube, ihr seht, wo das Ganze sich hinbewegt. Ich glaube, dass das Item tatsächlich außer auf Marseille ein gigantischer Bait ist und ansonsten ziemlicher Int sein wird. Dass einige der Champion-Item-Interaktionen aber alles andere als balanced sind, ist ja nicht besonders überraschend, weshalb ich grundsätzlich gar nicht verstehe, wieso man seitens von Riot überhaupt diesen Schritt geht, das Item unbedingt für Melees rausbringen zu wollen. Das war's aber tatsächlich schon wieder vom Kluftkurier für diese Woche. Vielen Dank an euch, dass ihr erneut mit dem Kluftkurier durch die neuesten LoL-Trends und News geflogen seid. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freuen wir uns wahnsinnig über jeden einzelnen Like. Und falls ihr es noch nicht getan habt, abonniert unbedingt diesen Kanal, denn nächsten Freitag um 17 Uhr heben wir erneut ab.